Endlich ein neues Projekt. Endlich das Projekt. Geschrieben, ich soll am Stock Race vom lieben Michael Truppe dran teilnehmen und natürlich nehme ich da dran teil. Ihr seht, ich habe hier schon ein paar Teile. Das ist der Elektromotor, klein aber fein, würde ich mal sagen. Und ich zeige euch mal, was ich habe. Ne? Hier relativ überschaubar: Motor, ein großes Ritzel, Strom, noch mehr Strom, aber alles nicht so wild. Hier ist noch ein Lager, was einen Freilauf hat. Und das war's auch schon. Und ich habe auch nicht wirklich vor, viel noch mehr dazu zu kaufen. Ein bisschen Stahl brauche ich und ein paar Lager. Aber ansonsten will ich alles selber machen. Ich verlinke euch unten mal meine Mitbewerber, meine Mitstreiter. Und die haben auch schon ein paar richtig coole Gefährte gebaut. Die könnt ihr euch auch unten schon anschauen. Ein paar sind auch schon so gut wie fertig. Ich noch nicht. Noch gar nicht. Ja, also wirklich, ich bin gespannt, wie es wird. Heute fangen wir mal mit dem Rad an. Ja, richtig, wir bauen Rad selbst. Ich werde euch jetzt ein bisschen Input geben, wie diese Serie hier aussehen wird, denn ihr seht schon wahrscheinlich Teil 1. Denn ich weiß gar nicht, wie lange dieses Projekt hier dauern wird und ich will mich auch nicht so abhetzen. Es ist noch ein bisschen, ich will mich nicht abhetzen. Auf jeden Fall werden die Teile immer so 15, 20 Minuten, schätze ich, lang. Und ja, ein paar Teile wird es geben. Da werdet ihr sehen, wie ich meinen Teil hier bauen werde. Mein VW-Bus war ja das letzte größere Projekt, wo ich auch viel, wirklich super viel gelernt habe. Elektronik, Wasser. Ich habe ein Waschbecken gedrechselt, also es war für mich alles Neuland. Und genauso wird das auch hier sein. Nur ich will hier absichtlich ein paar Punkte dazu bringen, die vielleicht ein bisschen unnötig sind, die es eigentlich schwieriger machen. Aber ich will hier ganz viel dazu lernen. Ich habe vor, ein paar speziellere Dinge mit dem Teil hier zu machen. Wisst ihr was, ich werde es nicht sagen, ich werde einfach anfangen, oder? Komm, ne? Weil bis ich hier ausgemacht habe, ist das Race schon vorbei. Emma, was machst du da? Komm, ihr möchtet die immer doch auch manchmal in den Videos sehen, oder? Mich freut das immer. So, wir werden das Holzrad, ja richtig, ich mache ein Holzrad, aus Buche verleimen und ich habe hier oben auch schon ein stöhnes Ökholz. Witziger Fun Fact, als wir den Schuppen hier damals gebaut haben, haben wir noch eine Bohle hier oben eingebaut. Und ich glaube, die musste ich mit der Motorsäge à la Konter aus der Decke rausschneiden. Jetzt kommt schon die nächste. So, ich habe jetzt hier einen kleinen Helferlein. Und zwar will ich jetzt hier die ganzen Holzstücke zuschneiden. Und damit ich hier Holz sparen kann, habe ich hier die ganzen Planken mal ausgemessen, wie lang die werden muss. Ich zeige es dir mal ein bisschen genauer. Mein Antriebsrad soll das so groß gehen? Ich weiß es nicht. Das ist viel zu groß. Ja, das ist viel zu groß, Manometer. Ich habe das doch einmal überarbeitet, denn der vorherige Kreis war viel zu groß, denn das werdet ihr später bei der Konstruktion sehen, warum das zu groß war. Ich habe jetzt hier einmal die Dicke von meinem späteren Material, nachdem wir es gehobelt haben, hier aufgezeichnet. Jetzt kann ich einfach die Länge immer abmessen, wie lang diese Stücke sein müssen, denn hier dieses Stück muss ja nicht so lang sein wie hier in der Mitte. Da könnt ihr einfach ein bisschen Holz sparen. Wisst ihr, ich habe keine so richtig gute Möglichkeit jetzt, das Holz abzulenken. Kreissäge ist die Werkstatt nicht so groß. Und Bandsäge habe ich nicht genug Breite. Die Säge habe ich, glaube ich, schon ein halbes Jahr nicht mehr benutzt und die ist uns mal vom LKW gefallen. Aber es ist trotzdem so eine geile Säge und die Kette ist gar nicht gespannt. Also dann macht es erst richtig Spaß. Und Kappsäge ist hier neben dran. Handkreissäge ist zu klein, also Rudersäge. Gut, das ist sogar mir nicht genug Spannung, denn sie schneidet so gar nicht mehr. Genau, was wollte ich sagen? Ja, manche Leute werden jetzt wieder ausflippen, weil ich keine Schnittschutzhose anhabe. Aber ich frage mich echt, klar, es kann ein Unfall sein und so weiter und so fort, man kann stolpern. Aber wann schneide ich mir, wenn ich nicht hinfalle oder, in der Position ins Bein? Also das frage ich mich immer jedes Mal, wenn die Leute total ausflippen. Klar, wenn ihr Holz machen geht im Wald, da habe ich es auch schon gemerkt, dann kann man schon mal schnell stolpern. Da zieht man halt echt auf jeden Fall eine Hose an. Aber jetzt hier, wenn ich so dieses Stück ablänge, vielleicht bin ich auch noch zu jung und naiv. Aber am Schluss schneide ich mir ins Bein. Und immer noch nicht ihr.
Zum Glück habe ich mir erst vor kurzem hier einen neuen Schiebeschlitten gebaut. Das macht mich richtig happy. Und auf dem werde ich das Holz jetzt weiter kurz schneiden. Es ging mir nur darum, dass es eben viel zu lange war, wegen hier der Werkstattbreite. So, alle Teile schnell zugeschnitten. Und jetzt können wir es auch schon verleimen. Ich habe mir hier ein Bunddreieck gemacht. Und anhand davon kann ich dann gleich alles wieder richtig zusammensetzen. Was ist denn das mit der Schraubzender, ey, schon da. Was ist denn das? Gibt's das? Hey. Oh, was ist denn das? Du heute mit deiner verrotzten Schraubzwinge, ey. Unser Teil ist jetzt fertig verleimt. Seit der letzten Aufnahme sind wieder so viele Tage vergangen. Aber jetzt mache ich hiermit weiter. Das hier werden wir jetzt einfach grob in einen Kreis schneiden und dann wende mir einen Trick an, damit wir es auch schön 90 Grad Drecks und uns nicht eiert, aber das seht ihr gleich. Ne? Ihr bekommt jetzt doch keinen Trick von mir, denn eigentlich wollte ich mit einem dünnen Bohrer ein Pilotloch bohren durch das Zentrum. Das wird auch definitiv gehen, aber ich habe keinen Bohrer, der lang genug ist. So könnt ihr nämlich dann einmal das Teil rumdrehen und ihr habt immer die beiden Zentrumspunkte, und weil ich jetzt das nicht machen kann, markiere ich mir einfach die andere Seite. 10, 6. So, ich bin mal gespannt, was die anderen dazu sagen werden, dass meine Antriebsräder aus Holz sind und nicht wie die anderen aus einem Schubkarrenreifen oder was ähnliches. So, als nächstes kann ich meinen Spannfutter holen, denn ich habe mir hier eine Rezess dran gepixelt, damit ich das feststellen kann. Ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich hier das Ritzel hier drauf bekomme. Das ist auch eigentlich kein großes Problem. Nur ich stelle mir gerade die Frage, ob ich diesen Freilauf, das ist wie beim Fahrrad. Beim Fahrrad könnt ihr ja treten, müsst aber dann nicht weiter treten, wenn ihr euch den Berg runterrollen lässt. Das macht dann hier dieser Freilauf. Der dreht sich in die eine Richtung. Das hört ihr hier. Und wenn das in die andere Richtung dann geht, dann kann es euch dann halt antreiben. Wenn ich das weglasse, würde im Prinzip der Motor mich dann bremsen, wenn ich rollen würde. Wenn ich das möchte. Aber wenn ich einfaches Gas immer betätige, dann brauche ich, glaube ich, im Prinzip diesen Freilauf nicht. Denn ich werde die Achse mit zwei Kugellagern hier einlassen. Als erstes werde ich jetzt hier doch auch noch einen Rezess anbringen, damit ich das Teil einfach umspannen kann. Denn ich muss ja auf beiden Seiten die Lagern einlassen. Deswegen kommt hier erstmal jetzt noch ein Rezess dran. Mir fehlt die Hälfte an Material, was mir gerade aufgefallen ist. Aber wir werden jetzt trotzdem mal weitermachen. Ei, komm schon, mein Freund. Als nächstes kommt hier das Lager gleich rein und ich hole mal den Großteil vom Material im Forstlabor weg. Und als nächstes muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen, damit das da auch einigermaßen genau reinpasst.
Boah, das wäre ja... Ach ja, das habe ich ja. Mehr oder weniger. Alter, das passt so gut. Ach. Alter, das passt perfekt. Das passt einfach perfekt. So, ich kann selbst noch kaum glauben, dass das beim zweiten Abstich genau gepasst hat. Jetzt können wir das Ganze nicht rumdrehen. Jetzt kommen wir zu ein bisschen anspruchsvolleren Seite, aber die ist auch noch nicht so anspruchsvoll. Da muss mich jetzt gleich das Ritzel drauf kommen. Das hat ein bisschen Spiel, aber das ist auch noch okay. So. Jetzt müssen wir im Prinzip den Kreis fertig machen, dass hier dieses Ritzel da perfekt drauf passt und dann auch hoffentlich rund läuft. Ich werde jetzt als erstes mal hier das Zahnrad befestigen, das Kettenritzel, das Ritzel, so heißt es, damit ich das mal nicht verlieren kann. Jetzt einmal schön vorbohren. Natürlich brauchen wir auch Schrauben und ich habe ja ein Kundenkonto bei Würth, da kann man ja, soweit ich weiß, nur als Firma einkaufen. Und die hat mich angerufen, es gab eine Aktion auf Schrauben. Da habe ich hier diese ganzen Schrauben gekauft, ich werde euch nicht sagen, was sie kosten, denn es kommt immer darauf an, wie viel Prozent ihr bekommt und, deswegen sage ich euch das jetzt nicht. Aber die waren echt relativ günstig. Aber ich kann euch nur sagen, wenn ihr euch Schrauben holt, ich würde euch die Länge 40 mm echt empfehlen. Und den Durchmesser habe ich mit 4 gewählt. Das ist auch so meine... Das sind so meine Lieblingsmaße. Gut, das doeiert halt jetzt massiv, ne? So, wir befinden uns jetzt in der Metallwerkstatt und hier haben wir erstmal das Holzrad, was auch das Antriebsrad sein wird. Und dafür werden wir erstmal versuchen, uns einen Halter zu schweißen. Leider ist meine Welle noch nicht angekommen. Ich dachte, es wäre noch eine da gewesen, eine 20er Welle. Die habe ich auch übrigens für meine Maschinen benutzt. Außen fängt es gleich an, richtig zu stören. Deswegen störe ich jetzt auch niemanden draußen im Garten. Das ist ganz gut. Ich werde erstmal anfangen, hier oben so einen Träger zu schweißen, wo wir dann später irgendwie noch eine Motorhalterung dran friemeln werden. So, jetzt habe ich mal die ganzen Teile mal zugeschnitten und ich kann euch sagen, gerade ist was anderes und jetzt machen wir mal ordentlich überall eine große Faser ran. Ordentlich überall große, kleine Faser. Damit euch so leicht wäre. So, geben wir eben mal ein paar Punktchen. Das Teil ist natürlich jetzt brechend heiß, deswegen werden wir das jetzt erstmal abkühlen. Das ist auf jeden Fall stabil genug, das hier. Hier übrigens noch das Vertikalbett. Sieht es nicht so schön aus. So,
Ich habe euch ja schon gesagt, dass meine 20er-Welle noch nicht angekommen ist, weil ihr seht, glaube ich, gar nichts wegen dem Gegenlicht. Und zwar brauche ich ja normal eine 20er-Welle, denn das ist eine 20er-Kugellager, damit ich hier dieses Stück einfach durchbekomme. Ich habe hier aber oben noch dieses Hohlrohr, nennt man das so Hohlrohr? Ich habe dieses Rohr hier oben, das hat 22, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein kleines Stückchen zu dick. Ich könnte das runterdrehen, das werden wir auch gleich probieren. Und na, damit könnte ich es nämlich auch relativ gut hier bei diesem Halter hier festhalten. Deswegen werden wir das erstmal jetzt ausprobieren, hier dieses Rohr mal runterzudrehen. Ich lese mal gerade nochmal, wie viel es hat. Ja, es hat nämlich 21,4. Und diese 1,4 mm werden wir jetzt mal runterdrehen und schauen, ob wir das genau genug hinbekommen. An meiner kleinen Drehbank hier. Ja, warum sage ich, kriege ich es genau genug hin? Natürlich kriegt man es an der Drehbank genau genug hin, aber hier, die ist halt einfach nicht so genau. Und ich habe vor ein paar Tagen einen kleinen Fehler begangen und bin ein bisschen mit dem Meißel ins Futter gefahren. Und jetzt muss ich hier den Querschlitten erst nochmal nachstellen. Das mache ich jetzt mal schnell. So, wir haben jetzt... Was haben wir denn? 1,5. Passt das hier oder passt das nicht? Dieser Hohlwelle funktioniert. Ja, jetzt kann auch meine Drehbank noch wieder zeigen, was ich kann. So, jetzt kann man den zweiten Gang machen. Ich muss jetzt nämlich noch ein Zehntel runterdrehen. Das Problem ist, dass hier ein bisschen mehr Material steht als hier. Und das ist das, was ich meine. Die Maschine ist einfach nicht so arg genau. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Passt es? Oder passt es nicht? 20. So, jetzt stellen wir noch ein Zehntel bei, was wahrscheinlich viel zu wenig sein wird. Ich habe die Welle jetzt mal abkühlen lassen und habe es nur teilweise ein bisschen schleifen müssen, aber wie es aussieht, passt das Ganze richtig gut. Ich bin richtig begeistert von diesem Ergebnis. Ich habe gerade hier diese Welle, die wir auch das passende Maß runtergedreht haben, ein bisschen verkürzt, denn ich habe mir was Interessantes überlegt, wie ich das hier, das ist ja die Achse, wie ich da die hier drin fixieren könnte, ohne hier massive Löcher bohren zu müssen. Deswegen werden wir die jetzt erstmal hier genau anpassen, dass die hier dazwischen passt.